Hallo, hier geht es um den Flächeninhalt eines Trapezes. Ein Trapez hat folgende Eigenschaften, nämlich die zwei gegenüberliegenden Seiten sind parallel. Also in dem Fall die Seite AB ist parallel zur Seite CD, beziehungsweise Seite A parallel zur Seite C. Und wie kommen wir jetzt auf den Flächeninhalt? Wenn wir den Flächeninhalt eines Vierecks nicht kennen, dann zerlegen wir es am besten in zwei Dreiecke und versuchen mit einem der Flächenformel des Dreiecks etwas auszurechnen. Dieses Trapez kann ich zum Beispiel zerlegen, indem ich die Diagonale AC einzeichne. Dann habe ich das Dreieck ABC sowie das Dreieck ACD. Also können wir für das Trapez sagen, Flächeninhalt des Trapezes ist Flächeninhalt des Dreiecks ABC plus Flächeninhalt des Dreiecks ACD. So, Flächenformel für Dreiecke sind uns schon bekannt. Ich schreibe es hier nochmal auf, nämlich 0,5 mal die Grundseite mal die Höhe. Und dann merkt man ja gleich, aha, ich brauche die Höhe in einem Dreieck. Und da ich zusätzlich weiß, wie eine Höhe im Trapez drin liegt, kann ich das vielleicht geschickt kombinieren. Zeichne mal die Höhe des Trapezes ein. Und wenn ich das hier geschickt durch den Punkt C einzeichne und das als Höhe interpretiere, dann passiert Folgendes: Wenn das die Höhe ist, die steht senkrecht zur Seite AB, also zur Seite A, dann kann ich das als Grundseite wählen, das als Höhe in meinem Dreieck und bekomme dann eine Flächenformel 0,5 mal A mal H. So, jetzt brauche ich noch die Fläche des Dreiecks ACD. Ich brauche wieder 0,5 mal die Grundseite mal die Höhe, also ist die Überlegung, welche dieser Seiten hier nehme ich als Grundseite. Auch hier kann man wieder sagen, naja, vielleicht schaffe ich es ja wieder, die Höhe vom Trapez irgendwie hier mit einfließen zu lassen. Wenn ich D als Grundseite wähle, auf jeden Fall nicht, weil die steht nicht senkrecht dazu, AC ebenfalls nicht. Aber wir sehen, die Seite C steht ja senkrecht zu dieser Höhe hier. Also benutze ich mal die Seite C als Grundseite und suche jetzt noch meine Höhe zur Seite C. Das ist allerdings nicht diese Strecke hier, sondern von Punkt A auf die Strecke CD. Nur da die jetzt hier außerhalb liegt, müssen wir einen Trick anwenden. Wir verlängern die Strecke CD über D hinaus und wenn ich jetzt hier die Höhe einzeichne, ist die hier zu finden. So, diese Höhe ist aber genau gleich lang wie diese hier, weil das ist ja nichts anderes als der Abstand der beiden Parallelen. Ja, und der Abstand von Parallelen ist überall gleich, egal wo ich sie einzeichnen würde. Aber das ist die Höhe von meinem Dreieck ACD und damit kann ich jetzt meine Flächenformel wie folgt ergänzen: plus 0,5 mal C mal H. So, das ist ja genau gleich lang. So, jetzt kommt noch ein bisschen einfache Mathematik ins Spiel. Diese Flächenformel sieht jetzt noch unschön bzw. sehr lang aus, also vereinfachen wir noch etwas. Wir sehen, in diesem Summanden haben wir den Faktor 0,5 und hier ist ebenfalls mit drin, also ziehen wir den einmal vor. Hier haben wir ein mal h stehen und hier haben wir ein mal h stehen, also wird es auch vorgezogen. Und der Rest, der übrig bleibt, schreiben wir jetzt noch in eine Klammer. Also Klammer auf. A plus C. Da hat man sich jetzt nur angewöhnt, das anders hinzuschreiben, nämlich wie folgt: 0,5 mal und jetzt kommt die Klammer A plus C mal die Höhe H. Und wenn man das mit anderen Flächenformeln vergleicht, dann fällt ja auch auf, dass die Höhe H immer am Schluss von dieser Formel steht. Deswegen wird es halt so geschrieben. Damit ergibt sich jetzt Folgendes: Wenn A, B und CD parallel sind, gilt folgende Flächenformel. A ist gleich 0,5 mal, Klammer auf, A plus C, Klammer zu, mal H. Und hier noch die Skizze dazu, damit man weiß, wo welche Seite liegt und welche Seiten parallel sind. So, dann drückt jetzt bitte auf Stopp, zeichnet diese Folie, schreibt diese Folie schnell ins Merkheft ab und dann geht es gleich weiter. So, machen wir weiter. Wenn wir den Flächeninhalt berechnen wollen eines Trapezes, geht es sehr einfach, wie beim Parallelogramm. Man nimmt die Flächen, setzt sie in die Längen, setzt sie in die Flächenformel ein und berechnet den Flächeninhalt. Das funktioniert für unser Beispiel wie folgt. Wir haben die Seite A mit 7 cm,
10,5 cm, die Höhe auf Arme 3,5 cm, der Flächeninhalt ist gesucht und hier nochmal die Ergänzung, die Seite AB liegt parallel zu CD. Also lässt sich der Flächeninhalt wie folgt berechnen, nämlich 0,5 mal und jetzt die Seite A, das sind 7 cm, plus die Seite C mit 5 cm mal die Höhe mit 3,5 cm. Das tippen wir jetzt einmal in den Taschenrechner ein oder wer gut Kopf rechnen kann, kann es bestimmt auch so ausrechnen. Und dann kommt ein Flächeninhalt von 21 Quadratzentimeter raus. So, auch hier geht jetzt nochmal, drückt auf Pause, schreibt es schnell ab und danach geht es noch kurz weiter. Also, letzter Teil. Länge einer parallelen Seiten oder die Höhe berechnen. Das funktioniert auch ähnlich. Man setzt einfach die bekannten Größen in die Flächenformel ein und löst nach der gesuchten Größe auf. Folgendes Beispiel. Das Trapez hat einen Flächeninhalt von 90 Quadratmetern. C ist 10 Metern, die Höhe auch von A ist 3 Meter, A ist gesucht und wiederum gilt AB liegt parallel zu CD. Nehmen wir die Flächenformel, ich schreibe es jetzt hier einfach nochmal allgemein hin, man findet sie ja in der Formelsammlung und kann sie einfach abschreiben. Also Fläche ist 0,5 mal, Klammer auf, A plus C mal H. Jetzt setzt man die bekannten Größen ein. Der Flächeninhalt war 90 Quadratmeter, also 90 ist gleich 0,5 mal A ist gesucht, das lassen wir stehen, C ist 10 Meter und die Höhe von A ist 3 Meter. So, jetzt sehen wir, A ist als einzigste Variable übrig und lösen wir jetzt die Gleichung nach A auf. 0,5 mal 3 sind 1,5, also muss ich hier durch teilen, weil es heißt ja mal diese Klammer, Umkehrrechnung ist geteilt, 90 geteilt durch 1,5. Das sind dann 60 ist gleich a plus 10. Und jetzt muss man noch die 10 abziehen. Dann heißt es 50 ist gleich a. Brauchen noch die Einheit dazu. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. So, noch die letzte Hürde. Bitte auch dieses Beispiel, diese Aussage und Beispiel nochmal ins Heft abschreiben. Und dann reicht es für heute.